Ich habe heute einen Termin mit einem Förster und das ist Florian. Florian, warum glaubst du, dass dein Beruf umweltfreundlich ist und sogar nachhaltig sein soll? Schluse, das ist eine klasse Frage und die möchte ich dir sehr gerne beantworten. Dafür gehen wir jetzt da vorne hin und ich zeige dir das. So, und hier kann ich dir auch wirklich zeigen, warum das nachhaltig ist und was hier nachhaltig ist. Hier haben wir eine Kultur begründet. Früher standen hier Fichten, die sind abgestorben. Wir, die Forstbehörde, hat hier neue Bäume gepflanzt. Wir haben hier einmal die Rotbuche, ja, das Laub ist noch ein bisschen dran, und die Douglasie. Und nachhaltig ist das deswegen, weil wir etwas entnehmen, nutzen, was nicht auf den Standort gepasst hat, nicht natürlicherweise hier gedeihen konnte, und ersetzen das mit Bäumen, die sehr wohl auf den Standort passen und hoffentlich in 60 Jahren nicht das gleiche Schicksal ereilt wie die Fichten vorher. Hier sind wir im schönen Wald am Niederrhein und sind hier zum Beispiel angekommen an einer, Buche. Weißt du es? Sehr gut. Eine Rotbuche, genau. Nachhaltig an einer Bewirtschaftung im gemischten Buchenwald ist zum Beispiel, dass Buchenholz heimisch ist und wächst. Es speichert CO2, es filtert Wasser, es filtert Luft. Nachhaltig ist es im Grunde genau dann, wenn man die Buche nutzt, also fällt, daraus hochwertige und langfristige Produkte herstellt, wie zum Beispiel Möbel. Und nachhaltig wird es dann, wenn wir zum Beispiel sowas hier dann nachwachsen lassen. Ich bin Förster geworden, weil ich Bäume liebe. Ich finde das ganz klasse, was das für ein Organismus ist, was der für uns leistet. Filtert Wasser, filtert Luft, bindet Kohlenstoff. Ich habe das Gefühl, dass ich mit meinem Beruf was zurückgeben kann, was Gutes machen kann für unsere Gesellschaft hier. Und dass ich mich dafür einsetzen kann, es ist sehr erfüllend. Wir zeigen Menschen, die wirklich gute Ideen haben, um das Klima zu verbessern.